machen wir jetzt nämlich mal eine eigene Schoki hier auf. Schoki, Leute, da gibt es wirklich geile Sachen. Wie gesagt, ihr wählt aus, welche Tafel. Leute, 1, 2 oder 3, die letzte Chance, würde ich sagen. 1, 1. Okay, Sascha will das Herz, Sascha will das Herz. Na, dann nehmen wir 1. Dann, oh. Jetzt wird es schwer. Ich liebe weiße Schokolade, aber ich mag auch Vollmilchschokolade. Zartbitter mag ich auch. Ich glaube, da nehmen wir Vollmilch. Ich glaube, da nehmen wir einfach Vollmilch, die das schmeckt auf jeden Fall. Gib dein Tafelname ein. Mein Tafelname. Wie soll die Tafel heißen, Leute? Das Z-Herz. Nein. Okay. Was kann man hier auswählen? Ah, da müssen wir aber nochmal zurück, würde ich sagen. Jetzt müssen wir uns erstmal einen Tafelname überlegen, Leute. Jetzt müssen wir uns erstmal einen Tafelname überlegen. Ich würde sie ja einfach Z nennen. Aber ist ein bisschen uneinfallsreich, war, Leute, eigentlich, wenn man mal ganz, ganz ehrlich ist. Okay, weil da gab es so viele Seiten irgendwie. Aber ich denke, ich bin, glaube ich, auf die richtige. Ich würde aber trotzdem gerne einen langen. Ich nenne sie einfach nach unserer Army, Leute. Okay. Jetzt gehen wir mal hier drauf, Leute. Also hier gibt es wirklich geile Sachen. Wir können bis zu 6 Sachen auswählen. Ja, was nehmen wir denn da, würde ich mal sagen. Schokobienen sind halt auch geil, gell? Mini-Brezeln, Himbeeren, mit Früchte nicht so, Weil die mag ich gar nicht. Da gibt es gleich noch viel Gewürze. Bourbon-Vanille. Zimt. Zimt muss rein, Leute. Was sagt ihr? Was muss davon rein, Leute? Es gibt von Gewürze Chili geschrotet, Bourbon-Vanille, Orangenpfeffer, Fleur de Sel, das weiß ich aber nicht, was das ist, wenn ich ehrlich bin, und Zimt. Zimt hört sich schon am geilsten an. Ist so weihnachtlich, wa, Leute? Da gibt's also, wie gesagt, da kommt noch mehr. Keine Sorge. Hier bin ich jetzt gerade zwischen Zimt und Bourbon-Vanille. Was würdet ihr sagen, Leute? Oder beides? Ah, soll Salz sein? Oder beides? Bourbon-Vanille und Zimt. Könnte auch gut zusammenpassen, Leute. Zimt muss bei mir immer sein. Zum Beispiel auch, Leute, wenn wir Pfannkuchen machen, dick Zimt in den Teig mit rein. Oh, so gut. Nüsse. Wollen wir Nüsse? Pistazien sind vielleicht auch geil. Gehen wir erstmal auf das andere. Würde ich sagen, was ein bisschen süßer ist. Krampus. Moin, moin. Wollen wir einen auf abgehoben machen, Leute? Machen wir noch Gold und Silber drauf? Einen auf abgehoben? So ein Ding ist das. Gummi, boah, Schokoröllchen, die müssen rein, Schokoröllchen weiß, die müssen dazu, geht gar nicht anders, Leute. Wenn ihr irgendwas seht, was da rein muss, schreibt es rein, Leute. Aber was haben wir da? Nougatstückchen. Oh, das wird ja immer geiler, Nougatstückchen in der Schokolade, jetzt mal im Ernst. Mach mal rein, komm, rein damit. Wir haben jetzt Zimt, wir haben jetzt Butterkekse und wir haben jetzt weiße Schokoladenröllchen. Jetzt ist die Frage, ob wir noch Nougatstückchen da mitnehmen, Leute. Na, wenn schon, denn schon eigentlich, oder? Kann man sagen, sie leiden natürlich unter einer massiven Adipositas. Aber ich bin mir ein bisschen unsicher bei Nougatstückchen. Wollen wir sie vergolden, Leute? Vergolden. Wir vergolden sie. Ganz klar. Wir vergolden sie. Machen wir. Abgemacht. Mach mal. 2 Sachen können wir noch. Fällt euch was auf? Wäre vielleicht auch geil, diese Schokobienchen obendrauf. Aber dann wird es vielleicht zu krass, gell? Ich hätte irgendwie noch Bock auf die Bourbon-Vanille, aber ich hätte auch noch Bock auf die Nougat-Stückchen. Da bin ich wirklich wesentlich. Wohl Nougat. Mach mal Nougat-Stückchen rein. Machen wir Nougat-Stückchen rein. Nougat ist immer geil. Wie viel können wir noch? Eine Sache könnten wir noch. Wir haben jetzt Zimt, wir haben Nougatstückchen, wir haben Butterkekse. Wir haben Schoko, weiße Schokoraspeln, wir haben Goldpulver. Bisschen abgehoben müssen wir sein. Gebrannt. Sehr ernst, gebrannte Mandeln da rein. Schokolinsen vielleicht. Samu, moin moin, wir erstellen gerade eine Schokolade. Hier eine Herzschokolade mit Zimtgeschmack. Also Vollmilchschokolade mit Zimtgeschmack, Nougatstückchen drin,
Smarties mit drin, Butterkekse obendrauf, weiße Schokoraspeln innen drin und Goldpulver obendrauf. Was sagt ihr? Nee, wir könnten nichts mehr. Die Tafel würde jetzt 10,93 Euro kosten. Eine Schoko... Oh, Leute, ich hätte... Oh, ja, die tun wir mal so in den Einkaufswagen. Wir könnten ja noch eine machen, rein theoretisch. Okay, dann nehmen wir jetzt aber diesmal die rechteckige. Boah, was nehmen wir diesmal? Nehmen wir nochmal eine Vollmilch oder nehmen wir mal was komplett anderes? Blacky Boy, mein Guter, eine neue Schokometer wird erstellt. Was sagt ihr, Leute? Wir hatten gerade Vollmilch, zartbitter oder weiße Schokolade? Zartbitter oder weiße Schokolade? Zartbitter müssen wir halt schön viele süße Sachen reintun, dass es halt ein bisschen süßer wird. Bei der weißen müssen wir, glaube ich, weiße? Weiße ist Meter. Geht noch weiter, Leute. Pure Weiß, Edelvollmilch auf Weiß. Was sagt ihr? Boah, Leute, ich glaube, ich nehme diese hier. Dann haben wir unten das bisschen Herbe und oben das schön Süße. Weil so hat man halt die komplette Hälfte eine andere sozusagen. Ich glaube, ich nehme die. Nehmen wir die. Und jetzt geht es ab, Leute. Jetzt geht es ab, würde ich sagen. Was? Und dann Gold und Silber. Du willst eine Gold- und Silbertafel. Abgehoben ist da. Machen wir. Gefällt mir. Gold und Silber. Gold und Silber ist drauf. Brauchen wir noch was? Also, wenn ihr was seht, sagt es auf jeden Fall Bescheid. Okay, wir haben jetzt weiße Schokolade. Mit unten zartbitter. Wir haben Gold und Silber drauf. Salzbrezeln. Salzbrezeln sind drauf. Und Karamell meintest du, gell? Karamell gibt's bestimmt. Bestimmt irgendwie. Und Karamellstückchen. Karamellstückchen sind drauf. Also wir haben jetzt hier eine weiße Schokolade mit Zartbitter unten, mit Karamellstückchen, Gold und Silber und Mini-Brezeln. Lecker, lecker. Ich hätte aber Bock, noch eine dritte zu machen, wenn ich ehrlich bin. Oder machen wir einfach dann noch was drauf und belassen es bei den zwei. Oh, da gibt es so geile Sachen. Die würden mich, glaube ich, auch interessieren. Die machen wir noch mit drauf. Die will ich noch mit drauf haben. Und dann sind noch, wie heißen sie? Weizen Crispy in Schokomantel. Die gibt es in den Joghurt mit der Ecke, gibt es die. Kennt ihr bestimmt, Leute. Abgemacht. Ja, der einzige Mensch auf der Welt, der einfach mal für 22 Euro Schokolade kauft. Kann man machen. Ja, dann machen wir das doch jetzt gleich. Ah, ich sehe noch eins. Da müssen wir... Ne, warte. Können wir die nochmal bearbeiten? Ich muss sie nochmal schnell machen. Wir können sie leider nicht mehr bearbeiten. Ich wollte nämlich noch... Warte mal, hier hatten wir... hier hatten wir die. Genau, die war's. Dann war's die. Dann war's das. Genau. Habt ihr einen Namen für die Tafel? Wie soll diese Tafel heißen mit Gold, Silber, Brezeln, Karamell? Habt ihr einen Namen für diese Tafel? Was ihr sagt, so muss eine Schokolade heißen und nicht anders. Abgehoben, weil halt so viel Glitzer drauf ist vielleicht, oder?
Weiße ist Meta. Oh ja, weiße ist Meta. Das ist Real Talk. Das ist Real Talk einfach. Ach, geil, Leute. Ja, dann nennen wir sie abgehoben. So, dann nehmen wir, haben wir die genommen. Passt. Und dann hatten wir Mini. Jetzt müsste es aber stimmen. Jetzt haben wir das. Mini-Brezeln hatten wir noch. Hatten wir noch irgendwas? Nee, war? Genau, abgehoben. Dann können wir nämlich die löschen. Dann können wir die löschen. Genau, müsste passen. Hier haben wir jetzt Rechteck. Edelzart bitter auf weiße Schokolade. Mini-Salzbrezen, Weiß Crispy in Schokomantel, Karamellstückchen, Echtgoldpulver, Echtsilberpulver. Das ist abgehoben, die Tafel. Hier haben wir die Jessa Z-Tafel. Hier haben wir Herz in der Metalldose. Edle Vollmilchschokolade, Zimt, Schokolinsen, Nougatstückchen, Butterkekse, Schokoladenröllchen, Weiß und Echtgoldpulver. Na, was sagt ihr dazu, Leute? Kann man machen, oder? Kann man machen, würde ich mal sagen. Also, ich sag wirklich, Leute, wenn ihr mal Bock habt, auf eine eigene Tafel Schokolade zu bestellen, glaubt mir, die Seite ist wirklich Baba. Die Preise sind zwar ein bisschen teurer natürlich, aber ist, denke ich, normal, weil es gibt wirklich geile Sachen da reinzumachen, muss man mal sagen. Kann man sich schon mal gönnen. Kann man sich schon mal gönnen, auf jeden Fall, Leute. Ein dickes Piece, würde ich sagen.